Gut, kümmern wir uns noch mal um das Thema hier. So, das ist ungefähr mittig. Aber nicht weit genug auseinander. So, das sollte weit genug auseinander sein. Ja, sieht ungefähr gut aus. So, Noten. Okay, das wird jetzt etwas schwieriger, aber kriegen wir hin. Ja, okay. Soweit können wir es dann doch nicht verbinden, hä? Das heißt, wir müssten theoretisch hier eine Säule in die Mitte machen und eine X-Nut. In den Weg stellen. Ah, das kapiere ich dann aber immer noch nicht. Scheinbar. Bei denen scheint es egal zu sein, wie weit sie auseinander sind. Ah, doch nicht ganz. Die können maximal 4 auseinander sein. Okay. Bei einer Nut klappt das nicht ganz so gut, hä? Stützen. Oh, wenn ich eine Stütze hier dran mache, kann ich nichts oben drauf setzen, außer ich setze noch eine Nut oben drauf. Wenn ich dann jedoch einen Balken setze, kann ich ihn 4 breit machen. Ah. Geschickt. Okay, jetzt nehmen wir mal an, wir haben so unseren Turm. Ja, ich bekünstle mich hier gerade ein bisschen, aber lassen wir es mal so. Okay, dann kann ich nur hier auf den Stützbalken entlang bauen. Okay. Hier wahrscheinlich auch. Oh, hier kann ich eine durchgehende Sache ziehen.
Okay. Also bringt es mir schon mal nichts, die Noten in der Mitte zu platzieren. Okay, da kann ich was platzieren. Okay, xen wir das alles mal wieder. Der Turm ist fast fertig. Gut. Eine T-Nut. Also ja, wenn ich stattdessen... Ich mach's jetzt mal nicht ganz so hoch. L-Noten nehme. Die so platziere. Okay, es müssen zwei übereinander sein natürlich. Ist jetzt die Frage, wird mir da automatisch unten ein Stützpfeiler hingesetzt? Ja, wird er. Ah, sehr gut. Oh, hier sehe ich jetzt gerade keinen. Deswegen platzieren wir da einfach mal einen. Okay. Ich platziere sie doch lieber von Hand, dann geht das einfacher. So, das ist jetzt mein Stützgebilde. Okay, das reicht dann leider nicht. Das heißt, wir nehmen mal hier die Mitte raus. Und platzieren da jeweils nochmal einen Block. Mit zwei... T-Noten. So. Wobei scheinbar eine T-Note zu reichen scheint. So. Ja, super. Wenn wir hier platzieren, bringt das nichts ganz, aber... Ah, ich habe das falsche Ding gelöscht. Bringt das nicht ganz so viel, wie erhofft. Nein, lösch bitte das Ding. Ja. Das wäre ungefähr das, was wir erreichen wollten. Jetzt ist die Frage, wie erreichen wir das?
Ich kann den nicht einfach hier platzieren und ich kann auch keine Stützpfeiler einfach hier dran machen. Woran kann ich diese Stützen befestigen? Hier dran. Okay. Hey, damit könnte ich dann Steine platzieren. Ja, kann ich tatsächlich. Aber auch nur einzelne Steine. Also sozusagen ein Ersatz fürs Gewölbe, das hier. Ja, das erlaubt es mir auch, einzelne Steine zu platzieren. Okay, unser Turm ist einigermaßen fertig. Das Problem ist, unser Turm hat keine symmetrische Mitte. Jedenfalls nicht hier. Und hier auch nicht wirklich. Da würde ich es nämlich so machen. Wird hier. Doch, so ist das die symmetrische Mitte auf jeden Fall. Ah, das ist ein bisschen übertrieben. Hier Gewölbe platzieren. Eigentlich wozu brauche ich die Gewölbe? Nee. Ich würde hier Nuten platzieren. So. Was mir auch nichts bringt. Stimmt eigentlich, ich müsste wirklich hier Gewölbe platzieren. Ah, oh, hier ist die Treppe dann im Weg. Das heißt, ich müsste den Turm auch eins höher bauen. Aber von meinem Denken her... könnte ich dann nicht solche nehmen, sondern ich muss... L-Nuten nehmen. Ja, das würde gehen. Sogar die Verbindung, ohne dass ich Stützpfeiler bräuchte, würde gehen. Ist noch die Frage. Das würde halt nicht reichen. Also ja, für eine Außenmauer.
Für hier unten dann, wenn ich sie ein paar Felder hochgebaut habe, wird es reichen, aber nicht für das, was ich hier vorhabe.